Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, hier im Saal natürlich, aber auch an den Bildschirmen. Sie wissen alle, dass man in diesen Tagen nicht so viele Menschen in die Räume lassen darf. Das respektieren wir natürlich und wir finden das auch eine nachvollziehbare Maßnahme. Gleichzeitig war es uns aber auch wichtig, dieses Pressegespräch analog zu machen, dass wir das Ihnen auch direkt mitteilen können und dass wir auch als Gruppe, die dieses Anliegen vertreten, auch als Personen kenntlich werden und hier analog in Erscheinung treten, nämlich als Gruppe der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit. Wir sind zunächst mal Annemie van Ackere, die Intendantin des Hebbel am Ufer, und mein Name ist Ulrich Kuhn. Ich bin der Intendant des Deutschen Theaters und wir sprechen nun zunächst mal als Begrüßende im Namen des Gesprächs- und Arbeitskreises von Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen sowie einzelnen Personen, die das gemeinsame Anliegen, um das es heute geht, teilen. Seit Frühjahr dieses Jahres treffen wir uns, tauschen uns aus, und Grund für dieses Zusammenkommen waren Beunruhigungen und die Sorge, ausgelöst durch antisemitische Übergriffe, die zugenommen haben, und Gewalt. Auf der anderen Seite waren wir auch irritiert durch die unscharfe Benutzung des Antisemitismusvorwurfs im Bereich des kulturellen und wissenschaftlichen Austauschs. Zu diesen Irritationen trugen besonders die Debatten um Achille Mbembe, um das Jüdische Museum Berlin, das Zentrum für Antisemitismusforschung sowie die Umsetzung des BDS-Beschlusses des Bundestages bei. Sie sehen also zum einen die Sorge dieser Einrichtungen, die hier sprechen, wie stark politischer Einfluss in das eigene Handeln hineinwirkt. Auf der anderen Seite aber auch die Sorge und die Bedenken und die Not von uns allen, dass wir unser eigenes Handeln, unser Agieren im Rahmen unseres Auftrages durch Angst und durch die Sorge bestimmt verengen, möglicherweise selbst beschränken, selbst zensieren. Und es sind also diese beiden Bereiche, die uns, glaube ich, gleichermaßen bewegen. Wir haben in diesen Zusammenkünften das Plädoyer Weltoffenheit erarbeitet. Sie haben das in Ihren Unterlagen. Das wollen wir Ihnen heute vorstellen und nachher durch die einzelnen Vertreterinnen und Vertreter aus unserer Runde durch ihren je eigenen Blickwinkel ergänzen und kommentieren lassen. Da Sie aber dieses Plädoyer jetzt heute erst bekommen haben und dass das Kernstück unseres Anliegens ist, wollen wir es Ihnen zunächst vortragen. Und jetzt darf ich Annemie bitten, das vorzustellen. Guten Morgen. Ich lese das vor. Als RepräsentantInnen öffentlicher Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen verbindet uns der staatliche Auftrag, Kunst und Kultur, historische Forschung und demokratische Bildung zu fördern und der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Dafür sind wir auf eine Öffentlichkeit angewiesen, die auf der normativen Basis der grundgesetzlichen Ordnung streitbare und kontroverse Debatten ermöglicht. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt dabei auch marginalisierten und ausgeblendeten Stimmen, die für kulturelle Vielfalt und kritische Perspektiven stehen. Der gemeinsame Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und jede Form von gewaltbereitem religiösem Fundamentalismus steht im Zentrum unserer Initiative. Eine spezifische Herausforderung besteht für uns heute darin, die Besonderheiten der deutschen Vergangenheit unseren KooperationspartnerInnen in der ganzen Welt verantwortungsvoll zu vermitteln, um eine gemeinsame Gegenwart und Zukunft zu entwerfen. Eine Vergangenheit, die einerseits geprägt ist durch den beispiellosen Völkermord an den europäischen Juden und Jüdinnen und andererseits durch eine späte und relativ zögerliche Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte.
Dazu bedarf es eines aktiven Engagements für die Vielfalt jüdischer Positionen und der Öffnung für andere, aus der nicht-europäischen Welt vorgetragene gesellschaftliche Visionen. Es ist unproduktiv und für eine demokratische Öffentlichkeit abträglich, wenn wichtige lokale und internationale Stimmen aus dem kritischen Dialog ausgegrenzt werden sollen, wie im Falle der Debatte um Achille Mbembe zu beobachten war. Die historische Verantwortung Deutschlands darf nicht dazu führen, andere historische Erfahrungen von Gewalt und Unterdrückung moralisch oder politisch pauschal zu delegitimieren. Konfrontation und Auseinandersetzung damit müssen gerade in öffentlich geförderten Kultur- und Diskursräumen möglich sein. Vor diesem Hintergrund bereitet uns auch die Anwendung der BDS-Resolution des Bundestages große Sorge. Da wir den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch für grundlegend halten, lehnen wir den Boykott Israels durch den BDS ab. Gleichzeitig halten wir auch die Logik des Boykotts, die die BDS-Resolution des Bundestages ausgelöst hat, für gefährlich. Unter Berufung auf diese Resolution werden durch missbräuchliche Verwendungen des Antisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen beiseite gedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt. Aus diesem Grund haben wir uns zu der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit zusammengefunden, in der wir unsere Kompetenzen und Kräfte bündeln, um uns für die Verteidigung eines Klimas der Vielstimmigkeit, der kritischen Reflexion und der Anerkennung von Differenz einzusetzen. Mit dem Namen verweisen wir auf Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, in dem die Freiheit von Kunst und Wissenschaft garantiert wird. Weltoffenheit, wie wir sie verstehen, setzt eine politische Ästhetik der Differenz voraus, die Anderssein als demokratische Qualität versteht und Kunst und Bildung als Räume, in denen es darum geht, Ambivalenzen zu ertragen und abweichende Positionen zuzulassen. Dazu gehört es auch, einer Vielstimmigkeit Freiräume zu garantieren, die die eigene privilegierte Position als implizite Norm kritisch zur Disposition stellt. Wir verteidigen die weltoffene Gesellschaft, die für die Gleichwertigkeit aller Menschen mit den Mitteln des Rechtsstaats und öffentlichen Diskurses streitet, sowie Dissens und vielschichtige Solidaritäten zulässt. Dies ist die Grundlage, welche es den Künsten und Wissenschaften erlaubt, ihre ureigene Funktion weiterhin auszuüben, die der kritischen Reflexion der gesellschaftlichen Ordnungen und der Öffnung für alternative Weltentwürfe. Ja, vielen Dank, Annemie. Ich möchte vielleicht noch kurz sagen, dass ich mich freue, dass ich es auch für richtig und wichtig halte, dass dieses Pressegespräch hier im Deutschen Theater stattfindet. Weil zum einen das auch der Ort ist, wo zum Beispiel die Stücke von David Grossmann und unsere eigene Beschäftigung mit Israel und Palästina stattfindet und Kraft gewinnt, weil wir selber Teil dieser Initiative sind und auch weil ich glaube, dass Meinungsvielfalt und Offenheit, die unsere Gesellschaft und auch unsere Arbeit auszeichnen oder auszeichnen sollten, nicht etwas ist, was sich quasi automatisch ergibt oder was so eine Art selbstverständlich mit der Demokratie einhergehender Automatismus ist, sondern dass diese Vielstimmigkeit immer wieder neu erarbeitet, erkämpft, behauptet werden muss, auch in uns selber, gegen Tendenzen zur Verengung und Spezialisierung und Schärfung des Blicks auf Einzelnes. Und dass die Theater, das ist ja unser Anspruch, eigentlich immer Umschlagplätze der Vielheit von Meinungen sind, dass sie öffentliche Orte sind, an denen sehr unterschiedliche Haltungen sichtbar werden, sehr unterschiedliche Diskurse möglich sind und dass sie aber auch über den Diskurs hinaus Orte sind, wo dieser Austausch versinnlicht wird und wo dieser Austausch auch narrative Elemente, also zusätzliche Elemente erhält. Ja, also deswegen ist es schön, dass wir das hier vorstellen können. Und ich würde jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen, die auf der Seitenbühne warten und auf die Bühne bitten,
Und wir beginnen dann, ja, bitte, kommt. Ja. Und wir beginnen dann mit den Statements. Die meisten sind hier real anwesend, aber das erste Statement, das von Hanno Löwy, dem Direktor des Jüdischen Museums Hohen Ems, stammt, kommt digital zu Ihnen. Wir sind alle da und können mit den Statements beginnen. So, bin ich zu hören? Im Mai 2019 hat der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit eine Resolution gegen eine politische Bewegung verabschiedet, die in Deutschland davor kaum jemand kannte. Die von palästinensischen Organisationen und Unterstützern weltweit geführte Kampagne zum Boykott Israels, BDS. Ein Boykott, der nun mit Boykott beantwortet wird. Aus der Perspektive der Palästinenser und auch vieler anderer Menschen im globalen Süden, nicht zuletzt aber auch vieler Juden in aller Welt, ist Israel eine Folge des Kolonialismus. Eine einseitige Wahrnehmung. Aber sie ist genauso legitim wie die Wahrnehmung Israels als Folge von Auschwitz. Nicht nur die Unterstützer des BDS, auch dessen Ziele sind widersprüchlich. BDS fordert die Beendigung der Besetzung allen arabischen Landes und erhebt in bewusster Zweideutigkeit, welche Gebiete das denn genau meint, einen ethnisch exklusiven Anspruch auf ein Territorium. Genauso wie dies auch Israel tut. Zugleich fördert BDS die Gleichheit aller Bürger Israels, der jüdischen wie palästinensischen. Die dritte Forderung des BDS nach einem Rückkehrrecht der Palästinenser auch nach Generationen ist, wie jeder weiß, eine unrealistische Maximalforderung. Aber in Israel selbst ist ein Rückkehrrecht schon Gesetz, das Juden auch nach 80 Generationen Abwesenheit eine Staatsbürgerschaft garantiert. All dies sind gegenseitige Kampfansagen zweier Bevölkerungen, die um die demografische Vorherrschaft über das gleiche Stück Land und die gleichen symbolischen Orte streiten. Und die versuchen, sich gegenseitig die Legitimation, die Legitimität ihrer Sprecherposition und damit ihrer Interessen zu entziehen. In diesem bösen Spiel wollen wir nicht mitspielen. Und deutsche Politik sollte es auch nicht. BDS ist als Herausforderung Israels eine gescheiterte Bewegung. Ihre zweifelhaften Wirkungen erzielt sie auf dem Feld des kulturellen und wissenschaftlichen Boykotts. Vor allem aber in der Einschüchterung palästinensischer und arabischer Künstler und Wissenschaftler, die davon abgehalten werden, in eine Kommunikation mit der anderen Seite einzutreten. Auch dies ist fatal, aber es ist genauso wenig antisemitisch wie der Versuch jüdischer Israelis, ihre ethnisch-religiös definierte Souveränität zu verteidigen, per se rassistisch ist. Nationalistisch freilich ist beides, illiberal und im Widerspruch zu jener offenen Gesellschaft zur Trennung von Staat und Religion, die in Europa angeblich so hochgehalten wird. Und darüber sollten wir nicht reden dürfen? Es gibt allerdings einen Unterschied. Es ist eine Bewegung von NGOs, die hier jedenfalls zuweilen lästig sein können. Der nun postulierte Kampf gegen BDS hier in Europa hingegen ist staatliches Handeln, das jene Räume schließt, deren Offenheit durch das Grundgesetz eigentlich geschützt wird. Die Räume kulturellen und wissenschaftlichen Austauschs auch mit jenen, mit denen man sich streiten will und muss. Paradoxerweise trifft der Kampf gegen BDS auf die gleichen Menschen, die auch BDS trifft. Kritische Juden und nicht zuletzt jüdische Israelis, die mit der anderen Seite reden wollen. Noch bevor der Bundestag seine Resolution verabschiedete, begannen schon Gemeinden und Bundesländer, öffentliche Gelder und Räume, ohne die es in Deutschland kritische Kultur doch kaum gibt, einzelnen Menschen zu verweigern, denen irgendjemand tatsächliche oder vermeintliche Nähe zum BDS vorwarf.
Eines der ersten Opfer dieser Kampagnen, Verbote und Selbstzensur, war die Veranstaltung einer bayerisch-evangelischen Akademie, in der sich Angehörige verschiedener israelisch-palästinensischer Dialoggruppen treffen wollten. Darunter der ehemalige Präsident der Knesset des israelischen Parlaments, Avraham Burg, der inzwischen für einen binationalen Staat eintritt. Sie wurden allesamt wieder ausgeladen. Seitdem hat die Kampagne gegen BDS einen sehr viel wirkungsvolleren Boykott bewirkt, als es BDS jemals hätte tun können. Ja, guten Morgen, mein Name ist Christoph Möllers. Ich möchte ein bisschen etwas sagen zu dem theoretischen, verfassungsrechtlichen und politisch-theoretischen Rahmen dessen, in dem wir uns hier bewegen. Denn wir berufen uns auf Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, Wissenschafts- und Kunstfreiheit, aber gleichzeitig berufen sich ja alle im Moment auf Meinungsfreiheit. Und die Frage wäre so ein bisschen, was ist eigentlich das, was uns auszeichnet? Dazu zwei Gedanken. Einer so ein bisschen mehr aus der Frage, was ein liberaler Staat eigentlich tut, und einer mehr aus der Frage, was das Grundgesetz eigentlich dazu sagt. Was sollen, so die erste Frage, eigentlich politische Organe wie Parlament und Regierung, Bundestag und Bundesregierung in so einer polarisierten Stimmung tun, in der etwa Antisemitismus einerseits ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, aber andererseits der Vorwurf des Antisemitismus auch ubiquitär ist und teilweise auch missbraucht wird? Das ist erstmal eine schwierige Frage, die ein Rollenproblem demokratischer Politik aufwirft. Aber ich denke, man kann ein paar Dinge trotzdem festhalten. Parlament und Regierung dürfen nicht neutral bleiben. Sie müssen sich durchaus äußern und gegen Antisemitismus sozusagen Stellung beziehen. Parlament und Regierung dürfen aber auch nicht den Debattenraum abschließen, über den sie verfügen. Parlament und Regierung dürfen Meinungen haben, aber halt nicht mit Hilfe ihrer Staatsgewalt Meinungen durchsetzen. Sie sollten Debattenräume öffnen, aber sich dann zugleich aus diesen eröffneten Debattenräumen auch wieder zurückziehen. Denn sie können keine ästhetische oder intellektuelle Programmatik definieren, unter derer dann diskutiert werden soll. Das ist alles einfach gesagt, aber natürlich schwierig anzuwenden. Nicht wahr? Solche Maximen sind erstmal sozusagen, definieren eine feine Linie, und es ist durchaus nicht einfach für den politischen Prozess, sich daran zu halten. Aber ein paar Sachen kann man vielleicht doch festhalten. Pauschalisierung von Gruppen ist jedenfalls, wenn die Mitgliedschaft ungewiss ist und man nicht wirklich weiß, wie man sie definieren soll, immer ein Problem. Es ist immer ein Problem, wenn der Staat oder das Parlament sich ad personam äußert, also einzelne Individuen irgendwie definiert. Und es ist immer ein Problem, wenn der Staat die institutionelle Arbeitsteilung aufgibt, also Freiräume für Diskursplattformen in gewisser Weise nicht loslassen kann und sich selbst überlassen kann, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Und damit natürlich auch diesen Diskursplattformen, den Universitäten, den Theatern, den Museen und so weiter ihre eigene Verantwortung überlässt und sie damit auch sozusagen selber in das Spiel der Öffentlichkeit stellt. Nun ist es gerade eine deutsche Spezialität, würde ich denken, dass die Grenze zwischen sozusagen der Freiheit, der Grundrechte einerseits und der Verpflichtung in Deutschland in gewisser Weise innerhalb der öffentlichen Gewalt funktioniert. Was meine ich damit? Damit meine ich, wir haben auf der einen Seite Parlament und Regierung und wir haben auf der anderen Seite öffentlich finanzierte Museen, Theater, Universitäten und Rundfunkanstalten. Und nur die Letzteren genießen halt Grundrechte. Und damit bin ich schon beim Verfassungsrecht. Was dürfen politische Organe eigentlich? Das ist eigentlich eine einfachere Frage. Der Deutsche Bundestag, der Bundesbeauftragte für Antisemitismus, die Bundesregierung, die Gemeinden sind alle an die Grundrechte gebunden. Sie haben selber keine Meinungsfreiheit, sondern sie müssen im Prinzip bei dem, was sie sagen, immer auch darauf achten, ob sie jemanden diskriminieren, ob sie sozusagen sich nicht neutral verhalten, ob sie sozusagen Leute individualisieren und in ihre Rechte eingreifen. Und das ist eine schwierige Gratwanderung, wie gesagt, weil auf der einen Seite sollen sie sich einmischen und politisch Stellung nehmen, etwa gegen Antisemitismus, aber auf der anderen Seite müssen sie dabei bestimmte Grenzen beachten. Das heißt auch, dass öffentliche Mittel für Anlagen für Kunst und Wissenschaft halt nicht einfach nach politischen Kriterien vergeben können werden dürfen. Die öffentliche Kulturförderung kann keiner Staatsräson folgen, auch keiner guten Staatsräson. Ein offener Debattenraum ist dann immer einer, in dem auch Falsches, ja vielleicht auch Schlimmes gesagt werden kann. Und auch falsche, schlimme Ansichten sind von der Meinungsfreiheit geschützt. Es müssen auch Fehler gemacht werden können in solchen Räumen. Und die müssen dann in der öffentlichen Debatte halt aufgearbeitet werden und dazu führen, dass vielleicht Kritik und Gegenkritik geübt wird. Das alles, so scheint uns, ist auf der einen Seite selbstverständlich gewesen für lange Zeit, aber es ist halt auch prekär geworden, weil diese Diskussion jetzt natürlich ganz anders geführt wird, als sie vor 10 Jahren geführt wird, aus vielerlei verschiedenen Gründen.
Und das bedeutet ganz konkret, wenn wir uns den BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages angucken, dass wir hier vielleicht ein Problem haben. Ich meine, vielleicht ein Formproblem erstmal, weil der Bundestag in gewisser Weise, wenn er etwas beschließt, immer so ein bisschen unterstellt, er würde auch etwas regeln, obwohl er das wahrscheinlich so nicht regeln darf. Und weil er damit aber, selbst wenn er nichts wirklich regelt, nicht mal einen gewissen Diskursdruck aufbaut, der auch auf öffentliche Institutionen zurückwirkt. Es entsteht dann so etwas wie ein staatlich gebilligter Meinungsdruck auf Individuen, der etwa dazu führt, dass Gemeinden sich fragen, an wen dürfen sie noch öffentliche Räume vergeben. Nicht mal. Etwa in München, wo wir diesen Fall jetzt gerade vom Verwaltungsgerichtshof München entschieden haben, mit Blick darauf, dass die Stadt München halt nicht frei darin ist, öffentliche Räume in einer Weise zu vergeben, die solchen Vorgaben folgen. Das sind eigentlich alles geklärte Fragen. Die Frage sozusagen, was der Staat sagen darf, die Frage, inwieweit Stadthallen, Theater, Museen sagen, an bestimmte Leute vergeben werden und andere nicht. Das sind alles alte Rechtsprobleme, aber sie tauchen jetzt nochmal neu auf. Sie haben jetzt irgendwie eine andere Gestalt gewonnen. Und für die Kulturinstitutionen entsteht hier offensichtlich ein Problem eines weichen, teilweise auch nicht wirklich transparent werdenden politischen Drucks. Und diesen Druck wollen wir in gewisser Weise und werden wir im Folgenden mit ein paar Beispielen dokumentieren. Vielen Dank. Guten Morgen. Mein Name ist Stefanie Schüler-Springorum und ich spreche hier als Wissenschaftlerin, Historikerin der deutsch-jüdischen Geschichte und als Leiterin der einzigen Einrichtung in Deutschland, die sich seit bald 40 Jahren hauptamtlich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt, dem Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Antisemitismus ist ein historisches und gegenwärtiges Phänomen, was, so wie es in der Wissenschaft üblich ist, kontrovers diskutiert und auch unterschiedlich definiert wird. Das Spektrum reicht dabei von Forschungsmeinungen, die auf dem ewigen und einzigartigen Charakter dieser Form des Hasses bestehen, bis hin zu solchen, die am liebsten das Wort Antisemitismus ganz abschaffen würden und jedes judenfeindliche Ereignis einzig und allein im historischen Kontext betrachten möchten. An beiden Enden dieser Debatte stehen übrigens auch jüdische und israelische Kolleginnen und Kollegen. Dieser großen Offenheit der wissenschaftlichen Definitionen steht das berechtigte politische und juristische Bedürfnis gegenüber, den Begriff operationabel zu machen für den Alltagsgebrauch von Lehrerinnen, Polizisten, Sozialarbeiterinnen und nun auch von Kultureinrichtungen. 2005 wurde dies vom European Monitoring Center on Racism and Xenophobia versucht. Diese Arbeitsdefinition wurde später von der IHRA, der International Holocaust Remembrance Alliance, übernommen. Um die Bedeutung dieses Schrittes zu verstehen, muss man sich die damalige politische Situation in Europa vor Augen führen. Nach 1990 und dann im Zuge der Osterweiterung der EU wurde in vielen Ländern und auch auf europäischer Ebene Debatten um die Vergleichbarkeit von Nationalsozialismus und Stalinismus geführt. Zugleich kam es immer wieder zu einem Aufflammen nationalistischer Gewalt, rassistischer Ausschreitung und antisemitischer Agitation. Es bedurfte also, um es kurz zu machen, einer klaren Grenzziehung. Sowohl was die Präzedenzlosigkeit des Holocaust betraf, als auch im Hinblick auf antijüdische Ressentiments. Gleichzeitig ging es auch darum, die Legitimität historischer Vergleiche beizubehalten, durch die Unterschiede ja erst herausgearbeitet werden können. All dies nun spiegelt sich in der IHRA-Arbeitsdefinition in ihrer heutigen Fassung nicht wider. Da sie erstens nur eine Arbeitsdefinition ist, also keine wirkliche Definition, und zweitens den religiösen, nationalistischen und völkischen, den Weltverschwörungsantisemitismus, dessen politisches Wiedererstarken wir derzeit in Ost- und Westeuropa erleben, so gut wie ausklammert. Und sich drittens nach und nach immer weiter auf den israelbezogenen Antisemitismus verschoben hat, bis sie schließlich zur Grundlage für die BDS-Resolution des Bundestages wurde, die diese Fixierung auf Israel in ihrer Praxis noch einmal aufwertete. Selbst einer der Verfasser der ursprünglichen Arbeitsdefinition, Kenneth Stern, wehrt sich heute öffentlich gegen deren politische Instrumentalisierung, wie vor einem Jahr im britischen Guardian zu lesen war. Über all dies soll und muss man weiter streiten und hierfür braucht es den öffentlichen Raum. Sowohl für die Weiterentwicklung einer Erinnerungskultur für das 21. Jahrhundert, als auch für eine Antisemitismusforschung, die beides einfordert. Einerseits auf der Spezifik des Antisemitismus zu bestehen, aber andererseits auch die Dynamik der Verbindungen und Verstrebungen mit anderen Rassismen und ausgrenzenden Ideologien deutlich zu machen. Diese offene Debatte wird durch den BDS-Beschluss unter Generalverdacht gestellt.
Daher brauchen wir für die Operationalisierbarkeit im Alltag eine verbesserte, erweiterte Definition von Antisemitismus und für die Wissenschaft die ihr zustehende Freiheit, nicht durch öffentliche Diffamierungskampagnen faktisch lahmgelegt oder durch die Drohung des Entzugs öffentlicher Gelder konditioniert zu werden. Vielen Dank. Guten Morgen, mein Name ist Barbara Stolberg-Rielinger, ich bin Direktorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Am Wissenschaftskolleg versammeln wir jedes Jahr ungefähr 40 Forscherinnen und Forschern aus allen Weltregionen, aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen, damit sie bei uns ein Projekt ihrer Wahl verfolgen können und gleichzeitig von der ungewöhnlichen Vielfalt der Gruppe dort profitieren können. Zum Beispiel trifft dann eine russische Historikerin auf einen ukrainischen Politikwissenschaftler oder es trifft ein palästinensischer Jurist auf eine israelische Anthropologin. Wir hatten zum Beispiel eine türkische Historikerin zu Gast, die wegen der Unterzeichnung einer Friedenspetition zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, oder einen ungarischen Historiker, der seinen Job verloren hat, weil seine Forschung nicht der staatlich verordneten Nationalerzählung untergeordnet werden sollte. Warum sage ich Ihnen das? Es ist das staatlich gegründete, staatlich finanzierte Wissenschaftskolleg, das den Rahmen für diese Begegnungen ermöglicht und den Forscherinnen und Forschern akademische Freiheit garantiert. Kern dieser Freiheit ist, dass allein von wissenschaftlichen Gremien nach wissenschaftlichen Kriterien entschieden wird, wer bei uns eingeladen wird und wer nicht. Den Rahmen dafür kann nur das Grundgesetz begrenzen. Und diesen Rahmen gilt es zu verteidigen, und zwar gegen alle Versuche, den Diskurs einzuschränken. Solche Versuche kommen derzeit aus ganz verschiedenen und teilweise entgegengesetzten Richtungen. Wenn zum Beispiel Studierende ausgerechnet an den Universitäten sogenannte Safe Spaces verlangen, um vor der Auseinandersetzung mit unliebsamen Sachverhalten geschützt zu werden, was derzeit glücklicherweise bei uns noch nicht in dem Ausmaß der Fall ist wie in den USA. Um einen solchen Irrweg handelt es sich aber erst recht, wenn staatliche Institutionen selbst Sprech- und Kontaktbeschränkungen einzuführen versuchen, wie es im Fall der Bundestagsresolution zum BDS der Fall ist. Denn was heißt das? Nehmen wir als Wissenschaftseinrichtung diesen Beschluss wörtlich, dann könnten wir viele jüdisch- palästinensisch-israelische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht mehr einladen, die etwa gegen Menschenrechtsverstöße ihrer eigenen Regierung Stellung nehmen und damit womöglich nichts grundsätzlich anderes tun, als die türkischen, russischen oder ungarischen Kolleginnen und Kollegen, die gegen die Politik ihrer jeweiligen Regimes öffentlich Stellung nehmen. Diese Kritik am Bundestagsbeschluss möchte ich wohlgemerkt nicht als Verteidigung der Boykottaktivitäten des BDS verstanden wissen, die in vielen Fällen ja ihrerseits die Wissenschaftsfreiheit tangieren. Aber ich bin überzeugt, dass Boykott nicht mit Boykott beantwortet werden sollte. Unserem eigenen, gerade heute höchst notwendigen Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Extremismus hierzulande wird mit diesem Beschluss ein denkbar schlechter Dienst erwiesen. Denn er befördert die ohnehin schon verhängnisvolle Dynamik der gesellschaftlichen Polarisierung, die am Ende dazu führt, dass man keine gemeinsame Grundlage mehr hat, keinen sozusagen von allen Beteiligten geteilten Rahmen an Spielregeln und Umgangsformen, innerhalb dessen über kontroverse Positionen überhaupt gestritten werden kann. Wo, wenn nicht im staatlich geschützten Raum der Wissenschaft und auch der Kunst, sollte das sonst möglich sein? Denn das ist der Safe Space, den wir gegen jede drohende Einschränkung verteidigen sollten. Vielen Dank. Guten Morgen, mein Name ist Johannes Ebert, ich bin Generalsekretär und Vorstandsvorsitzender des Goethe-Instituts. Das Goethe-Institut ist das Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind mit 157 Instituten in über 90 Ländern tätig. Ich selbst bin 3 Monate nach dem 11. September als Institutsleiter nach Kairo gegangen, war dann 5 Jahre für die Region Nahost, Nordafrika zuständig. Da gehörten die arabischen Länder dazu, Israel, Iran. Danach war ich 5 Jahre in Moskau und von dort für die Länder der ehemaligen Sowjetunion zuständig. Eine grundlegende Erfahrung,
Wir begegnen in unserer weltweiten Arbeit unterschiedlichen Narrativen, Erinnerungskulturen und Wertehaltungen. Auch solchen, die sich von unseren unterscheiden und ihnen entgegenstehen können. Damit müssen wir aber im internationalen Kulturaustausch umgehen. Das ist unser Auftrag. Denn wir wollen Verständigung im Austausch schaffen. Dazu müssen wir offen sein gegenüber der Welt. Im Detail ist es aber gar nicht so einfach. Kulturaustausch funktioniert nicht mit pauschalen Vorgaben, wer mit wem worüber sprechen darf und wer nicht. Internationaler Kulturaustausch ist ein filigranes Geschäft, wo man genau zuhören muss, wo man auch mit Menschen sprechen muss, deren Position man nicht teilt. Gerade darauf kommt es aber an, wenn man Verständnis für die eigene Narrative und Wertehaltung schaffen und auch das Gegenüber besser verstehen will. Dabei muss man Konflikte im Kulturaustausch aushalten, denn erst wenn Positionen aufeinanderprallen, entsteht häufig auch ein zündender Funke. Dabei, und das ist mir wichtig, wir geben rassistischen, extremistischen oder antisemitischen Positionen keine Bühne. Ich habe es in meiner Laufbahn in Kairo nur einmal erlebt, dass wir solche Äußerungen auf der Bühne hatten und haben diese Veranstaltung sofort abgebrochen. Im internationalen Kulturaustausch kommen wir zu dem Ergebnis der Verständigung nur, wenn wir in Anführungsstrichen kulturelle Realpolitik betreiben, die nicht per se und pauschal Meinungen, die von unseren Abweichen ausschließt, sondern sie mit Fingerspitzengefühl und kulturpolitischer Erfahrung einbindet. Kulturboykott lehnen wir grundsätzlich ab, denn der internationale Kultur- und Bildungsaustausch hält Kanäle offen und fördert zivilgesellschaftliche Bindungen, die für die weltweite Kooperation unerlässlich sind. Auch Boykottbewegungen, wie zum Beispiel die des BDS, lehnen wir aus diesen Gründen ab. Aber wir raten zu einer Überprüfung der BDS-Resolution des Deutschen Bundestags, denn es besteht die Gefahr, dass wir Intellektuelle und Künstler ausschließen, mit denen wir in unseren Gastländern das Gespräch suchen müssen, um einen vermittelten Dialog führen zu können. 2014 produziert Arte den Film 24 Stunden Jerusalem, in dem israelische und palästinensische Filmemacher einen Tag das Leben im östlichen und westlichen Teil der Stadt dokumentieren. Als das Deutsch-Französische Institut in Ramallah, das sind meine Kollegen vom Goethe-Institut und des Institut Français, ankündigt, dass der Film im Institut gezeigt werden soll, ruft der BDS zum Boykott auf. Daraufhin diskutieren die deutschen und französischen Partner, was machen wir jetzt, und organisieren ein Gespräch mit dem Produzenten, dem BDS-Vertreter in Ramallah und einem palästinensischen Regisseur. Der palästinensische Filmemacher macht nicht ohne persönliches Risiko deutlich, dass er sich als Künstler nicht vorschreiben lasse, mit wem er zusammenarbeitet. Wahrscheinlich war das die einzige BDS-kritische Veranstaltung in den palästinensischen Gebieten und Kulturaustausch auf höchstem Niveau. Deshalb, wir brauchen im internationalen Kulturaustausch die Fähigkeit und Kraft zu Einzelfallentscheidungen jenseits von pauschalen Vorgaben. Wir werben um das Vertrauen, das wir als Goethe-Institut, und das gilt auch für alle anderen Institutionen hier, in unzähligen Fällen gerechtfertigt haben, den kulturellen Austausch zwar in verantwortungsvoller Betrachtung der politischen Rahmenbedingungen, aber ohne pauschale politische Vorgaben weiterhin weltoffen zu gestalten. Vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Thomas Oberender, ich bin der Intendant der Berliner Festspiele. Und ich möchte jetzt begründen, warum ich in dieser Initiative mitwirke. Die Tendenz zur Polarisierung und gesellschaftlichen Spaltung ist die entscheidende Herausforderung für die demokratische Kultur unserer Tage. Sie macht es immer schwieriger, ein gemeinsames Drittes zu bilden, das Lager überbrücken kann. Das Vertrauen auf den gesellschaftlichen Wertekonsens ist jüngst in der Corona-Zeit unter Druck geraten, auch durch die beständigen Grenzüberschreitungen von Antisystembewegungen und Kräften wie der AfD, Bewegungen wie Querdenken oder den Hygienedemonstranten. Wo ziehen wir also im politischen Feld rote Linien? Die Verführung ist groß, diese Grenzlinien nicht mehr öffentlich zu verhandeln, sondern administrativ als Beschluss von oben zu definieren. Auch im kulturellen Feld, in dem ich arbeite,
beobachte ich eine Tendenz zur Polarisierung im kulturpolitischen Wirken der AfD, aber auch im Wirken der Akteure im Feld der Cancel Culture, die den Staat wegen seiner liberalen Kulturpolitik angreift. Hinzu kommt eine zunehmend nervöse und verunsicherte Kulturpolitik, die Angst vor dem Shitstorm der sozialen Medien hat und entsprechend nervös reagiert. In einer solchen Situation habe ich es mir dreimal überlegt, ob wir mit unserer Initiative einen BDS-Beschluss des Parlaments kritisieren sollten. In einer Zeit, die von Spaltung geprägt ist, ist es ein Problem. Der entscheidende Grund, warum ich mich dieser Kritik anschließe, ist die Überzeugung, dass die Anwendung dieses Beschlusses in der Praxis selbst zur Polarisierung und Spaltung führt. Die Notwendigkeit in unserer Gesellschaft an Verständigung und Ausgleich zu arbeiten, wird immer dringender. Deshalb müssen wir vorsichtig sein, wenn ein solcher Beschluss Personen mit einer Bewegung gleichsetzt, selber nicht zum Dialog führt, sondern zur Isolation und Mundtotmachung von Menschen. Meine Aufgabe als Intendant sehe ich genau in der Auflösung solch kriegerischer Schemata, in der Organisation von Staunen und der Konfrontation mit anderen Sichtweisen, durch die wir selber sehend werden. Wenn Mauern sich öffnen, beginnt ein langer Weg der Annäherung, das habe ich selbst erlebt. Und genau deshalb möchte ich mich nicht zurückzwingen lassen in eine Logik und ein Schema des Ausschlusses und Boykotts. Wir haben in Berlin die gravierenden Auswirkungen des Boykotts des Popkulturfestivals durch BDS-Anhänger erlebt, der bis heute dazu führt, dass dieses Festival bei sehr, sehr vielen Musikerinnen des angelsächsischen und arabischen Raums auf der schwarzen Liste steht. Dialog wird so verhindert, der geistige und kulturelle Stoffwechsel unserer Institutionen zerstört. Deshalb bin ich dagegen, diesen Boykott mit einem Boykott zu beantworten. Ich bin Teil dieser Weltoffenheitsinitiative, weil ich die Intentionen des BDS-Beschlusses, deutlich Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus zu setzen, ausdrücklich teile. Aber durch die Anwendung des Beschlusses ist in meinem Kopf eine schwarze Liste entstanden, die seltsamerweise dort bleibt, eingeschlossen im Unausgesprochenen, in dieser diffusen Zone stiller Selbstzensur, hervorgerufen von einer Grauzone des Erlaubten, die nicht diskutiert wird. Natürlich erzeugt dieser Beschluss auch die Sorge, eingeladene Künstlerinnen in eine sie kränkende oder beschädigende Situation zu bringen. Sie erkennen das daran, dass ich an dieser Stelle nicht bereit bin, über die Namen dieser in Deutschland unmöglich gewordenen Künstlerinnen und Intellektuellen zu sprechen, weil das dem Bann, der über sie gelegt wurde, nur noch verstärkt und ihnen weiteren Schaden zufügen würde. Aber was tun wir da eigentlich? Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, wie es im Artikel 5.3 des Grundgesetzes heißt. Diese Freiheit muss uns erhalten bleiben. Nur in ihren feinteiligen Prozessen kann es uns gelingen, Antisemitismus und Israelkritik zu entkoppeln, so wie es uns gelingen muss, Islam und Islamismus zu entkoppeln oder es uns gelingen sollte, den Zusammenhang zwischen unserer Kolonialgeschichte und dem Holocaust zu sehen. Israel zu kritisieren ist nicht Teil meines Selbstverständnisses oder meiner täglichen Arbeit. Aber ich bin sehr dafür, dass dies möglich bleibt, ohne in den Fängen von Antisemiten zu landen oder in sie getrieben zu werden. Ich fühle mich wohl in dieser Initiative, weil sie auf der Bemühung beruht, nicht zu spalten und das Framing, in dem wir unsere Debatten führen, im rechtsstaatlichen Rahmen selber bestimmen zu können. Vielen Dank. Ich heiße Susan Nyman und ich spreche hier als Jüdin, als Philosophin, als gebürtige Amerikanerin, als gewordene Israelin, wie auch, nachdem Trump gewählt wurde, deutsche Staatsbürgerin. Nicht zuletzt spreche ich als Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Albert Einsteins erste Reise in die USA war dem Fundraising gewidmet. Beunruhigt durch den wachsenden Antisemitismus in Deutschland wurde Einstein überzeugt, dass das jüdische Volk eine Heimat brauchte und eine jüdische Heimat eine Universität. So reiste er mit Chaim Weizmann, Präsident der Zionistische Weltorganisation, durch Amerika, um Mittel für die zukünftige hebräische Universität einzuwerben. Dennoch warnte er schon damals, dass der noch nicht gegründete Staat die Rechte der Araber schützen muss. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in einem Brief an die New York Times,
kritisierte er das Massaker an arabischen Bürgern im Dorf Deir Yassin als faschistisch, Zitat, und Menachem Begin als Terrorist, Zitat. Das hat David Ben-Gurion nicht davon abgehalten, Einstein die Präsidentschaft von Israel anzubieten. Allerdings fragte Ben-Gurion, was machen wir nur, wenn er zusagt. Auch wenn Einstein kein typischer Mensch war, ist seine Haltung heute typisch für die Mehrheit der Juden auf der Welt, vor allem die Gebildeten. Weil der uralte Antisemitismus nicht verschwunden ist, glauben wir, dass Juden eine Heimat brauchen. Was für eine Heimat, kann ja offen bleiben. Einstein favorisierte einen binationalen Staat. Darüber wird heute wieder unter Juden diskutiert. Doch die Mehrheit der Juden ist nicht bereit, das Unrecht an den Palästinensern zu übersehen und lehnt deshalb die rechtsradikale Regierung Netanjahus ab. Die deutschen Israel-Diskussionen sollen endlich die Vielfalt jüdischer Diskussionen und Kritik reflektieren, nicht nur die Meinungen konservativer deutsch-jüdischer Organisationen. Denn nach deren Logik durften deutsche Institutionen, die mit öffentlichen Mitteln gefordert werden, weder Einstein noch Hannah Arendt, die den zitierten Brief auch unterzeichnet hat, zu einem Vortrag einladen. Wenn man die Vielfalt der jüdischen Diskussionen betrachtet, vor allem die universalistische Tradition im Judentum, verschwindet der angebliche Konflikt zwischen der Bekämpfung des Antisemitismus und der Bekämpfung des Rassismus. Auch da war Einstein vorbildhaft, aber nicht ungewöhnlich. Kaum den Nazis entronnen, engagierte er sich in Princeton gegen die Rassentrennung. Zusammen mit Paul Robeson gründete er eine Initiative gegen Lynchmord. Juden waren immer in der ersten Reihe der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und diese Solidarität wird heute wiedererlebt in den dramatischen Senatswahlen in Georgia, wo ein Jude und ein Schwarze zusammen für die Demokraten und die Demokratie kämpfen. Ich habe größten Respekt vor der deutschen Vergangenheitsaufarbeitung und habe viel darüber geschrieben. Ich schätze deren langen, schweren, immer noch nicht vollendeten Versuch, sich von dem antisemitischen Gedankengut zu lösen, das so viel Unheil in die Welt gebracht hat. Doch die deutsche Vergangenheit darf nicht den Blick auf die israelische Gegenwart verklären. Eine aufrichtige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit muss einer veränderten Gegenwart gerecht werden. Sonst verkommt sie zu bloßer Erinnerungskultur. Nicht trotz, sondern wegen der deutschen Geschichte setzen sich heute viele Juden für eine gerechte Lösung in Israel-Palästina ein. Danke. Mein Name ist Bernd Scherer, ich bin Intendant des Hauses der Kulturen der Welt. Ich beginne mit einem Zitat. Manche bezeichneten ihn als Verräter, weil er bis zu einem gewissen Grad den Widerstand der Araber gegen die Zionisten rechtfertigte und weil er mit Arabern befreundet war. Er beharrte immer darauf, sich einen Zionisten zu nennen. Er behauptete sogar, zu der Handvoll echter Zionisten zu gehören, die nicht besessen seien von der nationalen Idee. Er hatte Herzensfreunde unter den muslimischen Arabern, auch unter den christlichen. Er plädierte für einen anderen Weg. Mit diesem Zitat beschreibt Amos Oz den fiktiven Widersacher Ben-Gurions, des ersten Ministerpräsidenten Israels, in seinem letzten großen Roman Judas. Für Judas erhielt Amos Oz 2015 den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt. Etwa 20 Jahre zuvor war am selben Ort der palästinensische Schriftsteller Mahmoud Darwish vor über 800 Zuhörern aufgetreten, die aus ganz Europa angereist waren. Mahmoud Darwish hatte 1988 in Algier die Deklaration geschrieben, in der die PLO ihre Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung ankündigte. Das Osloer Abkommen lehnte er aber ab, nicht weil er keinen Frieden mit Israel wollte, sondern weil das Abkommen aus seiner Sicht nicht klar genug definierte, wie der Weg zu dem Frieden sein könnte
und damit den Weg zur Gewalt öffnete. Von Beginn an hatte das Haus der Kultur in der Welt die Aufgabe, die deutsche Gesellschaft zu öffnen für den Dialog mit anderen Sichtweisen und Erfahrungswelten. Die Beziehungen zum Nahen Osten sind komplex. Viele Bedeutungsschichten überlagen einander, wie sich allein an den Biografien und Werken von Amos Oz und Mahmoud Darwish ablesen lässt. Vor diesem Hintergrund verhindert der Boykottaufruf der BDS-Bewegung das notwendige Gespräch zwischen den an dem Konflikt beteiligten Positionen. Deshalb lehnen wir als HKW diese Form des kulturellen Boykotts ab, auch wenn es sich beim BDS um eine zivilgesellschaftliche Initiative handelt, die Gewaltfreiheit auf ihre Fahnen geschrieben hat. Als ebenso problematisch erweist sich aber auch die Umsetzung des BDS-Beschlusses des Deutschen Bundestages. So hatten wir nach dem Ende der Apartheid in Südafrika Bischof Desmond Tutu mit Nelson Mandela zu uns nach Berlin eingeladen. Der Bischof charakterisierte die kolonialen Beziehungen, die bis heute unser konfliktreiches Verhältnis zu afrikanischen Gesellschaften prägen, wie folgt. Zitat: Als die ersten Missionare nach Afrika kamen, besaßen sie die Bibel und wir das Land. Sie forderten uns auf, zu beten. Und wir schlossen die Augen. Als wir sie wieder öffneten, war die Lage genau umgekehrt. Wir hatten die Bibel und sie das Land. Desmond Tutu gilt als ein früher Unterstützer des BDS. Auf der Suche nach afrikanischen Gesprächspartnern stießen wir schon in den 90er Jahren auf Achille Mbembe. Achille Mbembe war für das Haus der Kulturen der Welt deshalb interessant, weil er aus der kolonialen Erfahrung heraus eine globale Weltsicht entwickelte. Hier war nicht nur jemand, der Europa und übrigens auch die afrikanischen Politikeliten kritisierte, sondern an einem Gegenmodell zum europäischen Universalismus arbeitete. Wer sich im Kulturbereich mit dem Konflikt im Libanon auseinandersetzt, kommt an dem Werk des Künstlers Walid Rath und seinem Atlas-Projekt nicht vorbei. Bei der Atlas Group, die unter anderem auf der Documenta 11 gezeigt wurde, handelt es sich um eine imaginäre Stiftung, die ein Archiv besitzt. Der fiktionale Charakter des Archivs erlaubt es dem Künstler Walid Rath, die unterstellte Objektivität dominanter historischer Diskurse gegenzulesen. Es gab Forderungen, ihm den Aachener Kunstpreis aufgrund einer Nähe zum BDS zu entziehen. Schließlich zog sich die Stadt Aachen aus dem Gremium zurück. Walid Rath und Achille Mbembe wurden zu wichtigen Gesprächspartnern für das Haus der Kulturen der Welt als einer Kulturinstitution, für die die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit auch immer bedeutet, alternativen, oft eigenwilligen Stimmen Gehör zu verschaffen und die reale Welt mit der Möglichkeit anderer Welten zu konfrontieren. Abschließend möchte ich vor dem Hintergrund der Arbeit des Hauses folgende zwei Punkte festhalten. Erstens, die Art und Weise, wie im Fall Achille Mbembe der BDS-Beschluss des Bundestages angewandt wurde, macht klar, dass sich in Zukunft Künstler und Wissenschaftler wie Walid Rath und Achille Mbembe der Möglichkeit großer persönlicher Verletzungen aussetze, wenn ich sie einlade. Es besteht auch die Gefahr, dass viele von ihnen angesichts dieser Situation nicht mehr nach Deutschland kommen. Zweitens, damit werden aber auch die Räume geschlossen, deren Freiheit eigentlich durch das Grundgesetz garantiert ist. Sie erlauben es nämlich erst, mit der komplexen Wirklichkeit, in der wir leben, auf differenzierte Weise umzugehen. Eine Wirklichkeit, in der es gerade auch in Deutschland wichtig ist, die Verantwortung sowohl für den Holocaust wie auch für den Kolonialismus anzuerkennen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Hannah Arendt, das ein israelischer Freund, mit dem ich in den letzten Wochen sehr viel diskutiert habe, mir zugeschickt habe. Zitat: Einhellige Meinungen sind eine bedrohliche Erscheinung und gehören zu den Kennzeichen unseres modernen Massenzeitalters. Sie zerstören das gesellschaftliche wie das persönliche Leben, das auf der Tatsache beruht, dass wir von Natur aus und von unseren Überzeugungen her verschieden sind. Mein Name ist Barbara Blankensteiner. Für Museen mit sogenannten ethnografischen Sammlungen
wie dem Museum am Roten Baum Kulturen und Künste der Welt in Hamburg, dessen Direktorin ich bin, ist es von grundlegender Wichtigkeit, sich mit dem kolonialen Erbe und der leidvollen Geschichte, die in den Sammlungskontexten eingeschrieben sind, auseinanderzusetzen. Provenienzforschung zu kolonialen Kontexten und eine Neulesung der Sammlungen müssen in Zusammenarbeit und in Forschungskooperation mit Partnerinnen aus dem globalen Süden erfolgen. Darüber herrscht Einigkeit und das ist unser Auftrag. Diese Partnerinnen können Vertreterinnen von Urhebergesellschaften, Museumskolleginnen, Intellektuelle oder zeitgenössische Künstlerinnen sein, deren fachliche Anliegen und Forderungen unter anderem zu Fragen der kolonialen Aufarbeitung oder der Restitution von in der Kolonialzeit entwendeten Kulturgütern sind Bestandteile des Austauschs. Die Wahl der Partnerinnen ergibt sich aus den musealen Sammlungskontexten und erfolgt zudem in vielen Fällen nicht von unserer Seite, sondern durch Entscheidungsträgerinnen der zuständigen nationalen Institutionen oder Gemeinschaften in den Herkunftsstaaten. Dabei ist es konstitutiv für die vertrauensvolle und nachhaltige Zusammenarbeit, dass vorgeschlagene Persönlichkeiten von unserer Seite anerkannt und ernst genommen werden. Dies schließt gemeinsame Veranstaltungen nicht aus, bei denen von unseren Partnerinnen vorgeschlagene Teilnehmerinnen in unseren Museen öffentlich auftreten und an Debatten zu Fragen der Dekolonisierung, des Rassismus, der Restitution und der globalen Zusammenarbeit teilnehmen können. Ethnografische Museen entwickeln sich gerade vor dem Hintergrund ihrer Sammlungen und institutionellen Geschichte zu Orten der Aufarbeitung des Kolonialismus und dessen Nach- und Fortwirkungen. Diese Auseinandersetzung ist heute von großer Bedeutung für unsere pluralistische Gesellschaft in Deutschland. Dabei engagieren sich Museen in Prozessen der Dekolonisierung, in denen es unter anderem gerade um die Abgabe der Deutungshoheit geht. Wichtiger Teil der Auseinandersetzung ist auch die Anerkennung einer Geschichte anderer Traumata als jener, die wir als prägend für unsere eigene Geschichte verstehen. Vielen Dank. Guten Tag, Hartmut Dorgalow, Generalintendant und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Wir alle, ob in Berlin, in Deutschland, in Europa oder in der Welt, wir alle leben in einer Zeit, in der eine Pandemie das soziale Miteinander strukturiert, einhergehend mit dem Zerfall kultureller Infrastruktur und der zunehmenden Prekarisierung von Kulturschaffenden. Wir alle leben in einer Zeit der Abkehr von rationalem Handeln auf höchster politischer Ebene, einer Zeit zunehmenden Misstrauens großer Teile der Bevölkerung gegenüber Politik und Medien. Wir leben in einer Zeit, in der kritische Positionen gegenüber der israelischen Regierung mit Antisemitismus gleichgesetzt werden, während nationalistische und offen rassistische Kräfte an Fahrt gewinnen. Und wir leben in einer Zeit, in der die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen Schaden nimmt, wenn Menschen wegen ihrer Haltung und Positionen ausgeladen werden und im öffentlich finanzierten Raum nicht mehr auftreten können. Wie es zum Beispiel kürzlich die israelischen Studierenden an der Kunsthochschule Weißensee erfahren mussten, die sich fragen, in was für einem Deutschland sie heute studieren, wo ihre künstlerischen, kritischen Positionen in der Beschäftigung mit der Geschichte und Gegenwart ihres Heimatlandes schon im Vorhinein öffentlich diskreditiert wurden. Das Humboldt-Forum eröffnet in diese Zeit hinein. Das Humboldt-Forum möchte Räume öffnen für die diverse Berliner Stadtgesellschaft, für Menschen aus ganz Deutschland, für Partnerinnen und Besucherinnen aus der ganzen Welt. Denn nur so kann das Humboldt-Forum eine, wie es der aktuelle Koalitionsvertrag formuliert, internationale Dialogplattform für globale kulturelle Fragen werden. Ein offener Ort, basierend auf Grundgesetz und Menschenrechten, ein offener Debattenraum, frei von Selbstzensur, das erinnert mich übrigens an mein Leben in der DDR, der die Widersprüchlichkeiten unserer Gesellschaften widerspiegelt, aushält und immer wieder neu verhandelt. Wir teilen die Sorgen, die sich in dieser Initiative widerspiegeln. Und wir fragen uns im Humboldt-Forum,
was wir tun können und müssen, wie wir zu einem besseren Morgen beitragen können und wie wir das oberste Ziel des gesellschaftlichen Zusammenhalts dabei im Auge behalten. Was wären die Leitlinien unseres Handelns als Anforderung an uns selbst? Lasst uns ein kollektives Gedächtnis kultivieren, das nicht nach dem Entweder-Oder, sondern nach dem Sowohl-als-auch fragt. Lasst uns den Kanon aufbrechen und Gegenerzählungen fördern. Lasst uns zuhören und miteinander reden und nicht übereinander. Lasst uns die Perspektiven der vielen hören und dahin schauen, wo Diskurse gelebt werden. Lasst uns faktisch handeln und das große Gut der Meinungsfreiheit fördern, vertreten und feiern. Und lasst uns faktisch handeln. Lasst uns widersprechen, lasst uns offen streiten. Lasst uns kein Kreis fröhlicher Gleichgesinnter sein. Lasst uns Möglichkeitsräume wieder öffnen und vor allem lasst die Räume offen. Danke. Guten Morgen, mein Name ist Amelie Deuffelhardt, ich bin Intendantin von Kampnagel Hamburg und spreche hier für das Bündnis Internationale Produktionshäuser. Die internationalen Produktionshäuser sind interdisziplinäre Orte der darstellenden Künste, an denen gesellschaftliche und politische Verhältnisse lokal wie global diskutiert und ausgehandelt werden. Künstlerische und diskursive Prozesse, ästhetische und argumentative Praktiken sind dabei untrennbar miteinander verwoben. Wir arbeiten mit Künstlerinnen, Denkerinnen, Aktivistinnen, die aus ihren Kontexten heraus sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Prozesse der Dekolonisierung in unseren Institutionen und den eigenen Denk- und Handlungsweisen voranzutreiben, gehört dabei zu unseren Maximen, ebenso wie die kritische Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, aktuellem Rechtsruck, Rassismus und Antisemitismus. Wir kritisieren auch den Boykott Israels durch den BDS, erleben aber, wie sich die BDS-Resolution des Bundestages negativ auf diesen notwendigen Austausch, den wir betreiben, auswirkt. Symptomatisch für die Verunsicherung von VeranstalterInnen steht Kampnagels als ein Beispiel syrischer Kurator Anas Abura. Sein Anliegen, MusikerInnen aus dem arabischen Raum in der deutschen Kulturlandschaft, überwiegend Jungen, zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, prallen oft an einer unsichtbaren Wand ab. Denn die Künstlerinnen aus dem arabischen Raum stehen potenziell unter dem Verdacht, den BDS zu unterstützen. Der oft nur implizite Druck, der auf unsere Institutionen und künstlerischen Akteurinnen ausgeübt wird, wurde im Fall von Stefanie Karp, Leiterin der Ruhrtriennale 2018 bis 2020, explizit, als sie von Seiten der Politik aufgefordert wurde, keine Künstlerinnen einzuladen, die dem BDS nahestehen. Derartige Eingriffe produzieren ein Klima des Misstrauens und der Angst, des vorauseilenden Gehorsams und der Befangenheit. Dies gefährdet nicht nur unsere langjährigen Zusammenarbeiten und Netzwerke, sondern verhindert auch wichtige und notwendige Debatten. Wenn wir langjährige Partnerinnen, darunter weltweit renommierte europäische Regisseure, Musikerinnen, Choreografinnen nicht mehr einladen dürften oder keine Förderung für ihre Stücke mehr bekämen, würde sich das nachhaltig negativ auf das internationale Produzieren in den darstellenden Künsten auswirken. Wir arbeiten mit Kompanien, die sich vielfältig zusammensetzen, in ihren Arbeiten immer wieder neue Allianzen bilden und unterschiedliche, auch historische Perspektiven auf Unterdrückung, Ungleichheit und Gewaltherrschaft haben. Als internationale Produktionshäuser wollen wir auch diesen Positionen eine Bühne geben, ohne Künstlerinnen vorab einer Gesinnungsprüfung zu unterziehen, ohne Druck von außen und ohne Selbstzensur üben zu müssen. Wir verstehen uns als welt- und ergebnisoffene, aber auch staatlich geschützte Plattformen. Zur Selbstverständigung und Weiterentwicklung von Gesellschaft und Gemeinschaft ist das Aushandeln von Gegensätzen, Konflikten und komplexen Zusammenhängen in künstlerischen Prozessen unerlässlich für eine streitbare, vielfältige und freie Kunst. Vielen Dank. Hortensia Völkers, Kulturstiftung des Bundes. Ich spreche als Vorstand
einer ausschließlich mit öffentlichen Geldern finanzierten Stiftung, die den Auftrag hat, innovative künstlerische Projekte und Initiativen zu fördern, die den internationalen Austausch von Ideen und Sichtweisen in Bewegung halten. Es ist natürlich selbstverständlich, dass die öffentliche Hand nur solche Projekte fördern kann, deren Inhalte oder Zielsetzungen auf dem Boden von Recht und Verfassung stehen. Leider wurde durch die Parlamentserklärung vom Mai 2019 eine Grauzone zwischen Erlaubtem und Verbotenem geschaffen. Seitdem herrscht Unsicherheit unter den Kulturverantwortlichen. Wir haben es gerade gehört. In der sehr, sehr nachvollziehbaren Absicht, einen Damm gegen antisemitische Strömungen zu errichten, wurde mit der BDS-Resolution leider das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Der Dialog mit Künstlern und Wissenschaftlern wird eingeschränkt und erschwert. Angesichts globaler Konflikte in einer Weltgesellschaft, die bis heute keine politische Form für eine demokratische und pluralistische Weltinnenpolitik gefunden hat, müssen die kulturellen Akteure sich umso mehr für die Weltsichten, die kulturellen Empfindlichkeiten und die politischen Vergangenheitsdeutungen derer öffnen, die unsere Standpunkte herausfordern. Als künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes kann und will ich nicht vorab den Veranstaltern von Kunst oder intellektuellen Debatten vorschreiben, wie und mit wem und mit welchen ästhetischen Mitteln sie politisch kontroverse Themen bearbeiten. Auch wenn wir als politiknahe Institutionen, und das gebe ich gerne zu, oft mit den Zähnen knirschen, wenn in der Folge einer Juryempfehlung ästhetische Zumutungen, aktionistische Provokationen oder politischer Konfrontationen absehbar werden. Unsere Jurys geben diesen Institutionen einen Freiheits- und Vertrauensvorschuss in der Erwartung, dass für die Projektträger ausschließlich qualitative Kriterien den Ausschlag geben. Niemand von uns, der wir jederzeit für den Schulterschluss gegen Antisemitismus einstehen, lädt Künstler oder Wissenschaftler als Unterstützer des BDS ein oder weil sie es sein könnten. Wir müssen aber diese Unabhängigkeit und die damit verbundenen Strapazen im eigenen Interesse aushalten und die im Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes garantierte Freiheit gegen Auswirkungen einer solchen Resolution schützen. Und wir wollen es, weil die Freiheit der Kunst, der Wissenschaft und der öffentlichen Meinung einer der kostbarsten Errungenschaften der europäischen Aufklärung ist. Die relative Autonomie dieser Sphären gegenüber Staat und Politik dient der Selbstaufklärung der Gesellschaft. Deshalb haben moderne Staaten die Aufgabe, ihre Kritiker nicht nur zu dulden, sondern sie gegebenenfalls zu fördern. Denn Kunst wie Wissenschaft sind keine Hobbys von Privaten. Sie benötigen öffentliche Foren, wenn sie gesellschaftlich relevant sein sollen. Präventive Einschränkungen von Foren sind Vorboten der Zensur, ob dieses nun durch Mittelentzug oder per Dekret geschieht. Beides bedroht die kulturelle Grundausstattung unserer Gesellschaft und wir können das heute in unserer unmittelbaren Nachbarschaft genau beobachten. Meine Damen und Herren, Kunstfreiheit ist ohne Weltoffenheit nicht zu haben. Herzlichen Dank. Mein Name ist Thomas Krüger, Bundeszentrale für politische Bildung. Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Dieser Bundeswehr-Slogan vom Herbst 2015 beschreibt das normative Selbstverständnis staatlicher Institutionen und staatlichen Handelns als eines, das Vielfalt und Differenz zulässt und aushält. Es ermöglicht damit, dass alle Bürgerinnen und Bürger und die Zivilgesellschaft sich zu staatlichem Handeln frei verhalten und selbst positionieren können. Auch in der politischen Bildung gilt dieses Prinzip. Sie versteht sich als Ermöglichung und Ermächtigung eigenständiger politischer Urteilsbildung und nicht als Öffentlichkeitsarbeit exekutiven Handelns oder gar als Agitation und Propaganda. Dafür braucht es Aushandlungsräume, in denen kontroverse und voneinander abweichende Meinungen geäußert und ausgetauscht werden können.
Politische BildnerInnen haben sich deshalb schon 1976 auf den sogenannten Beutelsbacher Konsens verständigt. Zu den darin statuierten drei Prinzipien gehörten erstens das Kontroversitätsgebot. Alles, was in der Gesellschaft kontrovers verhandelt wird, soll sich auch in der politischen Bildung kontrovers widerspiegeln. Zudem zweitens das Überwältigungsverbot, weder emotional noch manipulativ, zum Beispiel durch Ausblendung bestimmter Positionen, darf eine eigene Urteilsbildung beeinträchtigt werden, auch nicht im Namen einer guten und richtigen Sache. Drittens schließlich die Analysefähigkeit, den Bildungsprozess auf seinen eigenen Alltag und das politische Handeln zu beziehen. Diese Prinzipien verstehen sich aber ausdrücklich nicht im Sinne einer Neutralität des Anything Goes. Politische Bildung ist nämlich nicht neutral, sondern sie versteht sich normativ und ist damit den im Grundgesetz festgeschriebenen Werten verpflichtet. Das gilt übrigens auch für alle politischen Bildungsangebote, auch für die Israel-Studienreisen, die die Bundeszentrale für politische Bildung seit 1963 durchführt. Motiviert durch die deutsche Verantwortung für den Holocaust wird dabei das heutige Israel und seine ProtagonistInnen als eine vielstimmige, plurale und widerstreitende Gesellschaft vorgestellt und eine eigene Meinungsbildung der Teilnehmenden angeregt und ermöglicht. Dabei stehen sowohl Boykottaufrufe wie auch verordnete Ausschlüsse bestimmter Positionen einer seriösen politischen Bildung im Wege. Die Israel-Studienreisen werden gerade dafür geschätzt, dass sie Zugang zu den verschiedenen Positionen ermöglichen, die sich in der alltäglichen Berichterstattung nicht oder nur kaum adäquat widerspiegeln. Heute geht es um die gleichzeitige Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus einer sich zunehmend polarisierenden Gesellschaft. Dabei dürfen wir nicht zulassen, dass die Opfer dieser Übergriffe gegeneinander ausgespielt werden. Die Bundesregierung hat gerade erst ein umfangreiches Maßnahmenpaket verabschiedet, das die Dringlichkeit dieser Aufgabe unterstreicht. Dazu brauchen wir ein entschiedenes Handeln aller relevanten Akteure und die unbedingte Verteidigung öffentlicher Räume, einer freien Wissenschaft, einer autonomen Kunst und Kultur sowie einer unabhängigen politischen Bildung. Der Staat garantiert dabei diese Räume und die dafür notwendigen Ressourcen, ohne sie einzuschränken oder in Besitz zu nehmen. Ich schätze diese Souveränität und Freiheit über alle Maßen, die ich in der ersten Hälfte meines Lebens in der DDR so schmerzlich vermisst habe. Mir geht es deshalb auch heute immer noch um die Anerkennung und Wertschätzung von Positionen, die Fragen an unsere Gesellschaft, an unsere Privilegien und die verabredeten Konsense stellen. Dazu braucht es den offenen, vorurteilsfreien und weltweiten Austausch. Natürlich muss ich nicht jeder dieser Positionen zustimmen und mit ihnen einverstanden sein. Aber eine Kultur des Zuhörens, des Dialogs und der ernsthaften Auseinandersetzung bleibt das Gebot der Stunde. Es lohnt sich deshalb, dafür zu kämpfen, uns gegenüber kritisch zu sein zu dürfen, um die Weichen für eine gerechtere Gesellschaft zu stellen, eine diskriminierungsfreiere Gesellschaft und eine verantwortungsvollere Zukunft. Vielen Dank.